Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit einem super leckeren, super einfachen Brot, perfekt für jede Party oder wenn es mal etwas schneller gehen soll. So, dafür brauchen wir Mehl Typ 550, lauwarmes Wasser, frische Hefe. Dann habe ich hier ein bisschen Tomatenpesto, diesmal nicht selbst gemacht, sondern eine gekaufte. Und Salz. Das war's auch schon. So, wir fangen an und geben das Wasser in unsere Rührschüssel. Ihr könnt es natürlich auch von Hand machen. Das geht beides wunderbar. So, die Hefe lösen wir auf. Mit einem Schneebesen ganz kurz durchrühren. Macht das Wasser nicht zu warm. Ab 40 Grad ist eure Hefe tot, dann passiert gar nichts mehr. So, dann geben wir unser Mehl dazu, das Salz. Und dann geht das Ganze in die Knetmaschine, so etwa 7 bis 10 Minuten. Genauso lange knetet ihr es auch von Hand. So, dann gebe ich zum Schluss nochmal ganz kurz, knete ich es nochmal ein kleines bisschen von Hand, um ihm dann diese schöne, runde, elastische Form zu geben. Und dann wandert es zurück in die Schüssel. Die habe ich ein wenig geölt, damit es nicht anhängt. Und so lasse ich es abgedeckt bei Zimmertemperatur für eine Stunde gehen. So, nach einer Stunde sieht das so aus. Ist schon gut aufgegangen. Jetzt mache ich ein kleines bisschen Mehl oben drauf. Und dann geht es auf die Arbeitsfläche. Da kriegt ihr auch noch ein bisschen ein Behind the Scenes. Hat sich ein bisschen die Kamera gespiegelt in der Rührschüssel. So, den Teig machen wir jetzt ein bisschen quadratisch. Drücken wir ein bisschen die Luft raus, nicht zu viel. Ein bisschen sanft flach drücken. Geht ganz einfach. So. Kleines bisschen Mehl verwenden, nicht zu viel. Und dann machen wir diese Tomatenpesto drauf. Ihr könnt hier eine Olivenpaste nehmen, eine normale Pesto. Da kann man ganz viele Varianten machen. Das ist das Schöne an diesem Brot. Ihr könnt den Teig in zwei teilen, macht ihr zwei verschiedene Brote. Ja, so könnt ihr ganz viele verschiedene Brote ganz schnell mit einem Teig machen. So, und dann rollen wir das Ganze auf. Schaut, dass wenn ihr so eine Pesto nehmt, ihr nicht zu viel Öl drin habt, denn sonst trennen sich die Teigschichten. So, und jetzt hier unten, wo sich diese Naht bildet, dann drücken wir das mit dem Handballen schön zusammen. So, als würden wir ein Baguette machen. Dann hält das nämlich nachher gut zusammen. So, dann wandert das Ganze auf ein Blech mit Backpapier. Jetzt muss es nochmal abgedeckt eine halbe Stunde gehen. Auch wieder Zimmertemperatur. Dann wandert das Ganze in den Ofen. Den Ofen habe ich auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Wenn das Brot reinkommt, drehe ich die Hitze auf 200 Grad runter. Dazu habe ich noch unten im Boden eine Schüssel mit heißem Wasser, damit es Dampf gibt im Ofen für 20 Minuten und danach noch etwa 20 bis 25 Minuten ohne Dampf. So, nur ganz leicht einschneiden, damit der nicht in das Tomatenmark reinschneidet. Das quillt euch sonst nämlich raus. So, hier eine kleine Zeitraffer. Wie gesagt, das Blech mit dem Wasser nehmt ihr nach 20 Minuten raus und backt das Brot einfach nochmal weiter für 20 bis 30 Minuten, je nachdem. Und so sieht das Ganze dann aus. Und wenn ihr drauf klopft, sollte sich das so anhören, dann wisst ihr, dass es fertig ist. Dann lassen wir es vom Anschneiden noch abkühlen. Und fertig ist euer super leckeres, schön weiches, saftiges Brot. Echt gut, perfekt auch zum Grillen, wenn jetzt der Sommer kommt. So, das war's auch schon. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Freue mich natürlich, wenn das so ist, über einen Daumen hoch. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Teilt das Video gerne auf Facebook, auf Instagram. Und schaut auch mal auf meiner Facebook und auf meiner Instagram-Seite vorbei. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.